So, hallo, ich begrüße euch bei einer weiteren Folge Isaac Repentance. Und nachdem ich letztes Mal schon einen erfolgreichen Isaac's Awakening One hatte, werden wir uns jetzt nochmal mit Seeing Double beschäftigen. Eine Chance gebe ich der Geschichte noch. Ich würde allerdings Okay, Spiel so, nee, fang lieber jetzt gleich hier an. Und ich so, okay, mach ich. Okay, dann, ich wollte gerade sagen, ich, yo. Achso, den Shop kriegen wir ja eh. Ist das ein HP-Up? Ist dieses heiße Getränk? Oder dieser heiße Topf? Ist das ein HP-Up, wenn ich die Münzen jetzt zusammenbekommen würde? Oder ist das irgendwas anderes? Das ist, glaube ich, ein Afterbirth Plus-Item. Ja. Oh, es ist ein Active-Item. Okay, da das Active-Items sind mit den zwei Kollegen schon mal nicht so gut. Ach, der zerstört das Trinket, was man hat, und gibt einem den Effekt permanent. Okay. So kann man praktisch Trinket-Effekte, also kann man mehrere Trinket-Effekte bekommen. Ist eine interessante Geschichte. Also sollten wir 15 Coins zusammenbekommen, würde ich fast für den Trinket-Smelter gehen. Er erhöht nämlich auch noch gleichzeitig die Chance, dass Trinkets droppen. Das war nicht so klug. Aber ja, ist wie gesagt eine interessante Geschichte. The Moon brauchen wir an sich nicht, weil wir ja eh uns in die... Aber gut, können wir mal behalten. Für etwaige Stachelräume. Können wir dann da gucken, was Ansage ist. Yo! Wir brauchen dringend eine Bombe. Und wenn ich mir das so richtig angucke, dann sorgt eine Bombe auf jeden Fall auch dafür, dass wir... Nein! Es gibt keine Bomben zu kaufen! Scheiße. Dass wir eine Münze mehr haben. Okay, wir brauchen dringend eine Bombe. Irgendwoher müssen wir jetzt dringend eine Bombe bekommen. Da hätten wir schon mal ein Trinket. Der Jawbreaker. Was macht denn diese Zuckerkugel? Was macht denn diese Zuckerkugel? Die ist neu. Na gut, dann spoilere ich mir das nächste Trinket. Tears have a chance to become a tooth, dealing more than triple damage. Nice. Jetzt auf jeden Fall schon alleine zum Mitnehmen gut. Wer von beiden den Effekt dann dauerhaft bekommen sollte, werden wir sehen. Aber schon mal nice. Aber gut, erstmal muss ich natürlich das Geld zusammenbekommen, sonst kommt noch dazu. Noch habe ich das Geld ja nicht. Oh mein Gott! Ja, okay. Diesen Effekt müssen wir auch permanent machen. Diesen Effekt mit dem Pup müssen wir permanent... Oh mein Gott. Nach dem Boss hier wieder herkommen. Aber diesen... Wir haben 13 Münzen. Wir brauchen noch 2 Münzen. Aber diesen Effekt müssen wir auch permanent machen. Dann können wir nämlich... Müssen wir das Ding nicht mit uns rumtragen. Und können aber trotzdem... haben trotzdem die Chance, dass immer wieder die Dinger aufgehen. Oh, das ist ja voll gut, dieser Melter. Wir brauchen halt wirklich dringend noch 2 Münzen. Scheiße. Okay. Ich hatte ein bisschen Bedenken. Komm, Coins. Wie mache ich das jetzt richtig? So, ne? Bombsaki. Bomben! Ja! Das ist, was wir gebraucht haben.
Oh mein Gott. Okay, wer kriegt das Damage ab? Du kriegst das Damage ab. Du holst dir mal hier Coins. Dann würde ich fast sagen, wir probieren noch die Kiste hier. Nein, ich bin dumm. Ich verstehe, wie die funktionieren. Beide legen ja eine Bombe. Beide legen ja eine Bombe. Das heißt, ich kann an zwei verschiedenen Orten Bomben legen. Ich könnte ihn hier positionieren. Ich könnte mit ihm hier rüberlaufen. Und hätte jetzt beide Bomben... Ich meine, ich hätte eh keinen Schlüssel. Von daher ist es in dem Fall egal. Ich hätte eh keinen Schlüssel für die Truhe hier. Aber theoretisch könnte ich so an zwei Stellen Bomben probieren. Ich könnte so... Yo! Ich kann mit denen einfach an zwei Positionen in einem Raum probieren, ob da ein Itemraum ist. Ein Geheimraum ist. Yo, die haben Vorteile, die man gar nicht versteht am Anfang. Jetzt ist aber die Frage, welches Trinket... Okay, da meldet jetzt bestimmt das Trinket, was halt er hat. Das heißt, wenn ich jetzt mit ihm dieses Poop-Ding, dann... Genau. Dann habe ich jetzt den Effekt dauerhaft. Das ist ja nice. So, du kriegst dein blaues Herz wieder. Oh, ich hätte das andere Trinket kaufen können. Das war wieder blöd. Was wäre das andere Trinket gewesen? Ich hoffe, es war kein gutes Trinket. Ah, ich hätte das andere Trinket kaufen können statt das blaue Herz. Was wäre es denn gewesen? Was wäre das denn gewesen? Ich hoffe, nichts Gutes. Oh, bitte lass es nichts Gutes gewesen sein, sonst ärgere ich mich gleich wieder. Ich sehe es überhaupt nicht. Doch, ein Trinket. Das kostet doch nur 5. Das muss ein Trinket sein. Ach, das ist wahrscheinlich eine Karte. Nee. Hey, ich sehe... Ich sehe es bei keinem Trinket. Entweder ich bin wieder blind. Oder ich sehe es aber auch nicht bei den Karten. Doch, ich sehe es bei den Karten. Never mind, es ist Emergency Contact. Okay, alles klar. Nee, brauchen wir nicht. Ist okay. Es sah wie ein Trinket aus. Ich bin dumm. Alles gut, dann habe ich nichts falsch gemacht. Dann habe ich nichts falsch gemacht. Gehen wir Bossy. Gehen wir Bossy. Gucken wir mal. Und dann würde ich noch den Stachelraum probieren. Aber erst nachdem wir gucken, wie Bossy läuft. Weil Bossy kann auch viele Herzen abziehen und dann wäre Stachelraum keine gute Option mehr. Also wenn wir jetzt die blauen Herzen jeweils beide verlieren, dann gehe ich nicht mehr Bossy. Ach so. Was mir aber gerade einfällt, dieser Melter... Nein, scheiße. Na, fuck. Dieser Melter, den hält ja jetzt ja nur er. Und ich glaube, den kann ich gar nicht dem anderen geben. Also dann hätte ich gesagt, der andere kriegt den anderen Effekt von dem Trinket. Ach, komm schon. Aber es halten ja blöderweise beide... Okay, du brauchst Schutz. Es hält ja nur er den Melter. Und ich kann auch nicht dafür sorgen... Nee, man legt immer nur die Sachen ab. Das heißt, theoretisch muss ich dann... Für die permanenten Effekte kann die dann nur Jakob bekommen. Während es so leer ausgeht. Ich traue mich jetzt auch nicht mit einem blauen Herzen, da den Stachelraum zu besuchen. Es geht am Ende schief. Ah nee, ich kann mich ja rausporten. Wait, wir haben den anderen Geheimraum noch nicht gefunden. Gibt es nicht zwei? Wo ist der zweite? Wir haben nur den einen. Nee, wir haben beide. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Ich bin dumm. Doof, alles gut. Don't hate me. Ja, ich würde sagen... Ich hätte es vergessen. Ich hätte es vergessen! Ich hätte es komplett vergessen. Natürlich gehe ich mit ihm durch. Ich bin ja komplett bescheuert. So, und jetzt nämlich... Hahaha. Jetzt nämlich... Die Möglichkeit, jetzt können wir nämlich problemlos beide Seiten sprengen.
Oh. Aber ne, so kann ich nämlich an zwei Orten Bomben legen. Das habe ich überhaupt nicht bedacht. Ey, wie dumm bin ich denn? Ich muss die Karte nicht mehr einsetzen, Dämon. Okay. Unbekannte Pillen, let's go. Tier ist ab, ist gut. Du kriegst auch eine unbekannte Pille. So rum. Range up. Okay, der eine Tier ist ab, der andere Range up. Passt doch. Wir gehen natürlich einfach durch, weil ich habe ja noch ein Herz da oben rumliegen. Ich habe noch mehr Herzen rumliegen in der Ebene. Natürlich gehe ich immer einfach durch. Logisch. Ich bin ja blöd. Warum bin ich denn so dumm? Ich meine, ich hab zum Glück nochmal dran gedacht. Ich habe zum Glück nochmal dran gedacht. Somit ist alles okay. Aber das wäre wieder blöd geworden. Das wäre wieder richtig dumm geworden. Okay. Gut. Dann weiter im Programm. Bisher eine ganz interessante Geschichte. Bisher eine ganz interessante... Ah, das HP-Up hätte aber Dings bekommen sollen. Kann ich das nochmal ablegen? Kann ich das rote Herz ablegen? Nein, schade. Okay, ich wollte schon sagen, wieso kriege ich das jetzt nicht? Nein, nein, nein. Den Jawbreaker kriegt er noch. Er darf immer die Trinkets... Wir machen das so. Ich glaube, dann sind die beiden auch versöhnt. Er darf immer die Trinkets nutzen, bis sie dann der andere für immer verwenden darf. Okay. Er darf die mal vortesten, sozusagen. Naja, ja, ist blöd. Ist blöd mit Zweien, aber ist okay. So, jetzt gehen wir natürlich noch nicht hier durch. Ja, ich hätte dafür sorgen sollen, dass er das HP abbekommt. Ich habe nicht nachgedacht. Und jetzt muss aber sozusagen, diese Dinger muss jetzt sozusagen Jakob aufschießen. Weil ja Jakob den Effekt eigentlich haben sollte, dass da dann coole Sachen rauskommen. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich gerade einfach nur Pech oder habe ich irgendwie den Effekt verhauen? Passt schon. Man sieht es aber auch jetzt nicht, dass der Effekt noch da ist, ne? Doch, man sieht den Effekt, der ist drüben in der Liste. In der Liste ist er jetzt bei Jakobs Items. Der wird dann sozusagen zu einem Item-Effekt. Auch interessant. Okay, ich wollte gerade sagen, brauche ich eine Bombe? Aber brauche ich nicht. Cool, cool, cool. So far, so good. Da sind wir einfach in den Shop geportet worden. Oh, da ist wieder dieses Verdopplungsding. Da warten wir ab. Da warten wir ab, was wir hier noch bekommen. Wenn wir irgendwo die Möglichkeit haben, ein cooles Pedestal-Item zu verdoppeln, dann werden wir es tun. Aber da warten wir erstmal ab. So, und du kriegst jetzt zur Sicherheit kriegst du ein blaues Herz. Okay. Nice, nice, nice. Und wenn wir jetzt noch irgendwo ein cooles Pedestal-Item... Okay. Auch hier wieder, ne? Wenn ich jetzt eine Bombe hätte, könnte ich praktisch beides aufsprengen. Nämlich genau so. Das habe ich noch nie bedacht. Dass man das mit denen machen kann. Mit denen kann man sehr nice sehr viel aufsprengen. Obwohl man nur eine Bombe opfert. Das ist eine coole Geschichte. Das ist eine sehr coole Geschichte. Wir haben leider keine Bomben. Alles kaputt machen erstmal. Den Poop muss ich halt aufpassen, dass Jakob den Poop aufschießt. Weil wenn der andere den aufschießt, hat er, glaube ich, den Effekt dann halt nicht drin. Das ist dann das Problem, ne? Sehr schön. Okay, Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein, ich wollte es nicht gleich sprengen. Ich will doch nur dieses blöde rote Feuer loswerden. Aber noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Solange wir... Ich wollte gerade sagen, solange wir ein Fass nachher übrig haben, ist es okay und habe dabei gar nicht gesehen, dass da unten auch eins ist. Cool. So... Dauert nur 3 Stunden, bis es mal da drüben angekommen ist. Bitte renn nicht ins Feuer rein. So, sind die jetzt? Müssten beide gesprengt werden, so.
Nice. Also rote Herzen liegen genug rum. Wir werden auf jeden Fall nachher den Curse-Raum besuchen. Curse-Room. Sehr schön. So, und jetzt kann ich nämlich die Bombe einfach opfern. Um das, was ich euch gerade gezeigt habe, zu machen. Nämlich hier einmal positionieren. Und hier einmal positionieren. Dann muss ich nur aufpassen, wenn ich das hoch... Oh Gott. Wenn ich zu lange Taste drücke, die Taste, dann verlieren die ihre Karten. Dann muss ich nur aufpassen, wenn ich das mache, dass ich dann... Okay, ich sollte die so positionieren, dass ich weglaufen kann. Wartet mal kurz. Den hier hin. Den hier hin. So kann ich, glaube ich, weglaufen. Ja. Ja. Also ein bisschen risky. Ist ein bisschen risky. Gebe ich zu. Ist ein bisschen risky. Wenn man es so wirklich macht, wie ich gerade, ist ein bisschen risky, weil man muss noch weglaufen können. Das ist sonst kritisch. Wenn man nicht mehr weglaufen kann, ist es dann ein bisschen kritisch. So. Okay. Gut. Ach so, ja, bisher haben wir hier jetzt nichts Brauchbares, haben wir schon gesehen. Haben wir ja schon gesehen, haben wir ja schon gesagt. Gut, jetzt haben wir noch eine Bombe bekommen, das heißt, die können wir hier setzen. Und auch hier können wir jetzt eigentlich beide Seiten sprengen, und sodass wir alle Töpfe mitnehmen. Yo! Wer kriegt das Upgrade? Ich würde sagen, er kriegt das Upgrade. Weil der andere kriegt ja schon die ganzen Trinket-Upgrades, dann kriegt er dieses hier. Okay. Gut, 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 gut. Da oben ist noch ein Raum. Den gucken wir uns noch an, bevor wir zum Boss gehen. Guter Raum. Das blaue Herz kriegt auf jeden Fall Esso. Noch ein Trinket. Was bist du? Ah, ich sammle es erst ein, dann sehe ich ja, was es ist. Short Fuse. Fast Explosions klingt nicht gut. Klingt nicht nach etwas, was ich haben möchte. Aber wir lesen es mal kurz. Aber gerade wenn ich nämlich diese Strategie verfolge, dass ich erst weglaufe, bevor das Zeug explodiert, ist vielleicht die Short Fuse nicht so ganz mein Way to go. Platzierte Bomben explodieren fast sofort. Warum sollte man das wollen? Nee, das kannst du behalten. So, du kriegst das blaue Herz. Bomben kriegen sowieso beide. Schön. Dann haben wir alles gesehen. Dann haben wir alles gesehen. Noch einen Raum und dann kann ich wieder ein Trinket verwursteln. Ey, die bieten echt interessante Strategien, die zwei, ne? Muss man mal sagen. So, welches verwurschtel ich jetzt? Den Gulp Penny ist, glaube ich, dass wenn ich getroffen werde, können Münzen droppen. Ich will aber eigentlich ja nicht getroffen werden. Insofern ist das jetzt eher nicht so das Trinket, was ich mitnehme. Sinnvoller ist es das andere. Also natürlich nehme ich den Gulp Penny mit, ne? Aber permanent hätte ich dann doch ganz gerne den Tooth-Effekt. So. Zack. Und du kriegst jetzt den Penny zurück. Okay. Gut. Dann warten wir jetzt noch ab, was für ein Pedestal-Item beim Boss auftaucht. Und dann werden wir sehen, ob wir das verdoppeln wollen oder nicht. Ich meine, es kostet 7 Münzen. Im Normalfall werde ich es verdoppeln wollen, aber wir warten erstmal ab. Ich habe an sich den Gulp-Penny jetzt nicht genommen, dass ich Münzen kriege. Na, das ist... Also da wäre es mir lieber, ich werde einfach nicht getroffen. Muss ich ganz ehrlich so sagen.
Jo, da taucht einfach ein Satan-Deal auf. Frage. Ich kann die Sachen umsonst nehmen, wenn ich das im Satan-Deal mache, richtig? Zweite Frage. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt der dann nochmal? Also bleibt der? Der bleibt. Normalerweise bleibt der, ne? Was macht dieses Medaillon? Dieses Medaillon habe ich jetzt auch schon 3 Millionen Mal gesehen und kann es mir nicht merken. Schwierig. Ganz schwierig. 8 plus 1 to lowest stats war das. Nee, das würde ich nicht verdoppeln. Das nehme ich einfach mit. Das kriegst du. Bruder. Sei mal nicht so frech. Ich meine, das Ding ist das. Ich würde eh nicht in den Satan-Deal gehen. Im schlimmsten Fall verliere ich jetzt einfach. Im schlimmsten Fall verliere ich jetzt einfach 7 Münzen. So, das passiert im schlimmsten Fall. Jo, wartet mal einen Moment. Wartet mal einen Moment. Wartet mal einen Moment. Ich könnte auch diesen Melter verdoppeln. Dann könnte ich bei beiden Trinket-Effekte drauf powern. Aber das ist dann, glaube ich, Quatsch. Nein, ich kann es mitnehmen. Ich kann es mit ihm mitnehmen. Alter, es gibt so viele gute Strategien mit den Zweien. Das habe ich gar nicht gerafft. Ich kann es ja mit dem anderen mitnehmen. Ich kann ja ein Spacebar-Item mitnehmen, was ich jetzt noch nicht einsetze. Es gibt so viel krasse Strategien mit den Zweien. Weil selbst wenn jetzt der Itemraum... Okay, er ist noch da. Er ist noch da. Dann gucken wir rein. Okay, es gibt nur das Buch. Ja, und ganz ehrlich, dieses Buch interessiert mich nicht. Jetzt habe ich halt reingeguckt. Ist egal. Also das Buch ist nicht schlecht, keine Frage. Aber dafür werde ich kein Herz opfern. Und dafür opfere ich auch nicht das Verdopplungs-Item. Ich kann das Verdopplungs-Item ja weiterhin mitnehmen. GG. GG. Okay. Darfst du nicht jetzt versehentlich einsetzen. Aber versehentlich einsetzen kann eigentlich nicht passieren. Würde nur passieren, wenn ich jetzt Q drücke. Wenn ich Q drücke, ohne vorher Steuerung zu drücken. Weil... Wenn ich Q drücke, setze ich praktisch jetzt das Spacebar-Item vom zweiten Charakter ein. Da muss ich jetzt böse aufpassen, dass mir das nicht passiert. Da muss ich jetzt sehr böse aufpassen. Okay. Aber dann sind wir erstmal gut. Curse of the Blind ist jetzt natürlich... Oh, das ist jetzt genau das, was man nicht brauchen kann, wenn man Items verdoppelt. Das ist jetzt genau das, was ich nicht brauchen kann. Dann werde ich es ziemlich sicher beim Boss einsetzen. Oder im Shop. Wenn da 2 Items auftauchen sollten. Ey, komm. Ernsthaft hat er jetzt getroffen, wirklich. Ist es mein Ernst? Na gut, es ist mein Ernst. Okay. Schnell weg mit denen. Oh, komm her. Du warst da viel zu nah dran, mein Freund. Okay. Wieder die gleiche Situation. Ja, eigentlich brauchen wir es überhaupt noch nicht. Eigentlich brauchen wir noch nichts sprengen. Nee, wir warten erstmal ab. Wir haben genug Schlüssel im Moment. Müssen jetzt nicht übertreiben. Und ich habe nicht so viele Bomben, falls ich gleich noch einen blauen Stein irgendwo sehe. Okay, unbekannte Pille. Ja, okay. Falls ich gleich noch irgendwo einen blauen Stein sehe, dann will ich die Bombe lieber dafür benutzen. Oh shit, die Reichweite reicht bis nach hinten. Das ist nicht so geil.
Damit hat sich dann jetzt auch meine Deal-Chance verabschiedet. So, jetzt könnte ich wieder was melden. Ich meine, wir haben nur den Galb-Penny. Dann melde ich den halt. Why not? Bevor ich es jetzt nicht aufbrauche, wäre es ja Quatsch, ne? So, zack. Und wer von beiden das Ding hat, ist auch egal. Da sie ja eh eigentlich die ganze Zeit zusammen sind. So. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Und werden in den Angel Room geportet. Okay, was immer es ist, ich verdoppel es. Was immer es ist, ich verdoppel es und beide nehmen es. Keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es was, was beiden was nützt. Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht, ich verdoppel es. Sowas von verdoppel ich es. Okay, so. Tears up, you feel forgiven. Tears up, you feel forgiven. Gut. Beide würden ein HP abbekommen, wenn ich sie heil durch den Raum bekomme. Oh nein, Problem, Problem, Problem. Problem, 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 Problem. Und zwar, ja, jetzt muss Esso hier durchlaufen. Esso muss hier durchlaufen. Nein, wir porten uns raus. Dann verliert keiner was. Dann verliert keiner was. Wir porten uns einfach raus. So machen wir's. Also, gute Geschichte. Aber wir bräuchten dringend blaues Herz für Dings. Wir bräuchten dringend ein blaues Herz für Jakob. Oh, jetzt muss ich in den großen Raum rein. Okay. Weil sonst verliere ich mein weißes Herz. Das wäre ärgerlich. Ich würde gern beide HP ab mitnehmen. Ich meine, allein das Tears Up ist schon nice gewesen. Ne? Gar keine Frage. Allein das Tears Up war schon echt nice. Aber ich würde trotzdem gerne... Okay, der Shop könnte mir halt ein blaues Herz geben. Ich muss nur hier durchkommen. Ich muss nur hier durchkommen. Sei ein gnädiger Shop. Okay, der Shop gibt mir Items. Was haben wir hier? Mr. Me haben wir hier. Mr. Me ist auch nicht verkehrt. Ach so, ich denke schon wieder drüber nach, was ich jetzt mitnehme. Ich kann ja beides mitnehmen. Mein Gott, ey. Ich habe ja das andere gerade aufgebraucht. Ich kann ja einfach beides mitnehmen. Mr. Me kann von... Ich lese euch mal kurz vor, was Mr. Me kann. Der kann nämlich sehr viel. Abhängig davon, wie man ihn einsetzt. Das ist dieses Ding, man drückt drauf und dann kommt so eine Zielsuch-Dings. Und dieses Zielsuch-Dings, das führst du dann wohin. Und dann macht es interessante Sachen für dich. Zum Beispiel. Er kann Knöpfe drücken. Er kann Items zu mir bringen. Er kann Shops im Item umsonst nehmen. Junge, ich hab's vergessen. Er kann Shops im Item umsonst nehmen. Hier. Hol mir das. Wieso vergesse ich sowas? Ich bin so dumm. Boomerang. Fun Fact. Achso, ich wollte gerade sagen, ich kann den Boomerang nicht einsetzen. Ah, ich sehe es nur nicht. Normalerweise nimmt man den ja in die Hand und man sieht es dann. Okay, ich werfe den jetzt einfach. Aber, oh, will ich jetzt Boomerang mitnehmen? Oder bleibe ich bei Mr. Me? Was kann Mr. Me noch? Wir lesen mal weiter. Siehst du, das habe ich schon wieder gar nicht kapiert, ne? Er kann es... Auch bei Devil Deals kann der einfach Sachen mitnehmen, umsonst. Oh, stealing an item has a chance to fail. Oh, habe ich nicht gelesen, siehst du? Interessant. Das kann also schiefgehen. Das muss nicht immer funktionieren. Okay, okay. Er kann Gegner angreifen. Er kann Türen öffnen. Er kann sogar die Secret-Räume öffnen. Er öffnet die Boss-Wasch-Tür. Er jagt Shopkeeper und Maschinen in die Luft. Das war's.
Okay. Nehmen wir den Bumerang mit? Oder weiter mit Mr. Me? Ich würde weiter Mr. Me mitnehmen. Für weitere Items, die er mir klauen kann. Ah, halt, da unten geht's weiter. Und trotzdem wäre jetzt ein blaues Herz halt nice, ne? Ich meine, ich könnte Glück haben und im Supergeheimraum ist vielleicht ein blaues Herz. Das wäre jetzt so im Moment meine Hoffnung. Wir werden sehen. Hier geht's auch noch weiter. Das ist der Supergeheimraum. Okay. Unbekannte Pille, let's go. Bitte kein Bad Trip. Ich muss Space drücken, ich hätte fast... Oh, da muss ich aufpassen, ich hätte fast der Hanged Man eingesetzt, lul. Luck up, okay. Die haben wir doppelt. Ah, die ist nicht so nice. Uninteressant relativ sogar. Amnesia kann ich auch mitleben. Und das war Tears up. Wer hat im Moment mehr Tears? Okay, die kriegt Dings. Die kriegt Esso. Esso kriegt die Tears Up Pille einmal eben. Dann geht er ein bisschen hoch. Du kriegst deine Karte zurück. Du kriegst deine Karte zurück. Und das ist nochmal Drowsy. Das können wir weglassen. Okay. So. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Da waren wir auch noch nicht. Was gibt's hier Hübsches? Ist halt riskant, vor allem jetzt in der Situation, wo ich noch, na, weißt du schon, noch kein blaues Herz vor mir schützend habe. Aber wir kriegen jetzt halt auch keinen weiteren Itemraum mehr. Also im Endeffekt... Oh, hier hört es einfach auf. Bitte nicht treffen. Nee, da brauchen wir jetzt auch nicht. Doch, da müssen wir sprengen. Da müssen wir. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wir müssen hier sprengen. Ja, okay. Okay. Cool. Coole Sache. Ich hätte mir nur über blaue Herzen mehr gefreut. Über blaue Herzen hätte ich mich ein bisschen mehr gefreut. Ich sehe es halt kommen, dass ich das HP ab nicht bekommen werde. Ich sehe es halt kommen, dass ich das HP ab nicht bekommen werde. Geht's jetzt eigentlich zum Boss? Oh. Ja. Da ist mein HP ab weg. Gibt Schlimmeres. Jetzt hätte ich's bekommen. Naja, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Dafür haben wir hier nochmal eine Möglichkeit, was Schönes zu bekommen. Ach, das ist doch frech. Ach, es ist doch echt frech. Dann kriegt aber er den Schutz, weil er kriegt auf jeden Fall das HP ab nächstes Mal. Dann gehe ich jetzt aber auch in den... Jetzt gehe ich auch in den Challenge-Raum. Jetzt ist mir wurscht. Jetzt gehe ich auch in den Challenge-Raum. Ach, ist das frech. Ah, Mann, ey, das ist echt kacke gewesen. So, jetzt ist auch der Dings wieder aufgeladen. Sollten wir den Satan-Deal bekommen? Nee, wir bekommen überhaupt nichts. Wir waren ja schon im Angel-Deal drin. Wir waren ja schon im Angel-Deal drin von der Ebene. Ja, hat sich erledigt. Cool. Okay, wir schützen seins noch ein bisschen mehr, sein weißes Herz. Ach, schade, ich hätte da oben auch noch ein weißes Herz, ein rotes Herz haben können. Naja. Das habe ich mir versaut. Aber gerade in dem Raum, wo ich es bekomme, versaue ich es dann. Ne? Alle anderen Räume schaffe ich. Und gerade in dem Raum, wo ich es bekomme, versaue ich es dann. Oh, der Topf ist wieder aufgeladen, aber wir haben gerade nicht mal ein Trinket, ne? Wir haben beide kein Trinket. Chillig.
Also im Moment nützt mir der Topf nicht mal was. Nee, okay. Im Moment nützt mir der Topf nicht mal was. Ich hoffe mal, ich krieg noch Trinkets, ansonsten wäre der Topf jetzt halt so einfach ein Space-Item, was man nicht mitnehmen müsste eigentlich, ne? Dann wäre der Boomerang jetzt sinnvoller. Soll ich auf den Boomerang zurückwechseln? Ich weiß halt nicht, was ich noch an Trinkets bekomme. Ich nehme den Topf weiter mit. Wird schon kein großer Fehler sein. Scheiße. Oh, den habe ich nicht. Alter, ich habe die Tränen überhaupt nicht. Ich habe. Gott, war das schlecht. Ich habe gar nicht auf die Tränen geachtet, ne? Gott, war das schlecht. So, du kriegst dieses Item. Vielleicht ist es ein HP ab, weil der andere kriegt eh nächstes Mal sein HP ab. Tiers und Shot Speed Up ist okay. Deine Tiers werden weiter deutlich stärker sein. Dafür hat der andere deutlich mehr Shot Speed, ne? Das ist auch okay. Und ein bisschen mehr Damage, aber nicht viel. Okay, kann ich jetzt. Ach so, geht eh nicht. Ja, Boomerang oder Topf? Ich würde den Topf weiter mitnehmen, weil vielleicht kriegen wir ja sinnvolle Trinkets noch. Weiß man halt nicht. Ich ärgere mich schwarz, wenn ich dann jetzt Trinkets bekomme, die ich nicht melden kann. Ja. Bastion, hätte ich gesagt. Ach, fucking Curse of Darkness. Ich hasse dich so sehr. Ich hasse dich so sehr, du Drecksfluch. Nein. Ist noch was da. Oh, okay. Arcade. Dann gehen wir nochmal in die Arcade. Und erstmal in den Raum hier rein. Und machen wir Arcade-Spaß. Und wir kommen jetzt so in den Challenge-Raum rein, der eine Box für uns hat. Na, das lassen wir mal. Aber mit dir werden wir erstmal hier, uns ein bisschen vergnügen. Oh, Luck up. Ist eigentlich egal, wer es bekommt, oder? Bin ich relativ egal, wer es bekommt. Okay, dann sollte allerdings er hier spielen, wenn er schon Backup hat. Alter. Kannst du da mal. Oh mein Gott, so nicht, so nicht, so nicht, so. So ist besser. Nice. Oh, nice, nice, nice. Nice. Ja, lass ruhig. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Nicht so schön. Aber bisher machen wir eher Gewinn, ne? Come on!
Herzen müssen hier. Also wenn hier mehr Herzen rumliegen, dann ist es gut für die Maschine nachher. Dann haben wir hier nämlich nochmal die Chance auf ein HP ab. Und mit dem Bäcker können wir sogar auch dann spielen. Ich weiß, das ist gerade nicht so spannend, aber kann es nicht ändern. Ich höre ja gleich auf. Er will mir bald auch nicht sein Item geben, ne? Er will mir einfach nicht sein Item geben. Nee, will er nicht. Will er nicht. Bei 15 Münzen höre ich auf. Ja gut, so ist es halt ein bisschen schwierig mit Münzen aufzuhören, ne? Oh nee! Ja, okay. Ja, jetzt hat sich das von selbst erledigt. Gut, dann gehen wir erstmal raus, kommen hier nachher wieder rein. Und bevor ich vergesse es. Please don't get hitted by anything, everything, irgendwas. Schön die blauen Herzen behalten, ne? Schön die blauen Herzen behalten. Da ist mein Shop. Da können wir gleich schön einmal uns ein Item snacken und zwar die Bibel! Na, aber die nehmen wir sowas von mit. Die ist mein Run-Safer. Damit ist das Herzgeschichte, damit ist Mom-Geschichte. Dann, jetzt frage ich mich nur, nehme ich die statt dem Topf mit? Ich würde sagen, ja. Ganz ehrlich, dann bleibt der Topf jetzt hier. Ganz ehrlich, dann bleibt der Topf jetzt hier. Weil ich würde lieber die Chance weiterhin mitnehmen, andere Items zu bekommen von dem Ding. Ne? Dann bleibt der Topf jetzt hier. Ach, ich hätte es mir trotzdem snacken können mit dem anderen. Ja, ich hätte es mir trotzdem snacken können und Münzen sparen. Ist egal. Aber das ist ja bosstechnisch dann. Das war es einfach dann. Oder killt es vielleicht am Ende nur einen Fuß und nur ein Herz oder so, weil ja wahrscheinlich die Bosse doppelt kommen werden. Das wäre auch interessant, ob das so ist. Ja, ich hasse so. Oh, der Raum ist jetzt natürlich kritisch. Okay, wisst ihr, was wir hier machen? Kümmere dich mal um die Viecher da. Ach so. Ich dachte, der kümmert sich jetzt um alle. Schade. Okay, jetzt ist nur noch der da. Gut. Ah, es war ein kritischer Raum. Hätte böse ausgehen können. Ging es zum Glück aber nicht. Auch ein unguter Raum. Holy shit. Alter. Ein ganz unguter Raum. Mein lieber Scholli. iPhone-Pilz. Mein lieber Scholli, war das gerade ein schlechter Raum, ne? Uff. Da muss ich auch böse aufpassen. Problem ist natürlich, wir müssen auch zu den Bossen hinkommen, die ich jetzt mit der Bibel einfach killen kann. Null. Eieieiei. Oh Gott, oh Gott. Nee, bleib wo du bist. So, wie sieht's jetzt eigentlich, warum kommen noch keine Geheimräume? Hier war er offenbar ja nicht.
Da unten war einer, aber den anderen haben wir noch nicht, ne? Ne, den haben wir noch nicht. Dann spawnt er aber auch in einem anderen Raum. Hm, ja, dann spawnt er ganz woanders diesmal. Spawnt er diesmal ganz woanders. Ach ne, hier ist er. Hm. Okay, Vorsicht vor dem Ding. So, was haben wir hier für eine Karte? Justice. Können wir einmal einsetzen? Justice. Okay, jetzt hat er die ganzen blauen Herzen gekrallt, aber ist okay. So, und jetzt machen wir hier wieder Folgendes. Wir sprengen nämlich jetzt auf beiden Seiten. Oh Gott, das ist da drüben. Yo! Das ist einfach ein Crawl Space. Wallspace mit Gegnern. Und Item. Das Ding wäre auch cool zu verdoppeln, ne? Aber wer kriegt das jetzt? Wer kriegt das jetzt? Puh. Ich würde... Ja, ich gebe es mal ihm. Es wäre schon cool, wenn es beide haben hätten. Ne? Aber ich meine, ich mecker schon wieder, dass es nicht beide haben können und es ist einfach ein saugeiles Item. Also keine Ahnung, was mit mir los ist. So. Okay, sehr cool. Sehr schöner Itemraum. Gut, dann jetzt Boss Time. Ach, Itemraum. Ja, Heimraum. Mensch, Kollege, red halt vernünftig. Kann er den jetzt besiegen? Alter! Zwei von denen machen ja böse Probleme, wenn die jetzt mehr solche Bomben droppen. Zum Glück schießen wir schnell. Also das macht schon große Vorteile, ne? Wie wir treffen halt die ganze Zeit. Wir treffen halt unentwegt. Das ist schon... Okay, doch, doch, doch. Es geht klar. Ich hatte ein bisschen Bedenken. Wegen den Trollbomben. Aber easy. Easy, gar kein Problem. Wer kriegt das HP ab? Du kriegst das HP ab. So. Dann können wir jetzt auch mal in den Satan-Deal reingucken. Jetzt habe ich natürlich den Dings hergegeben gerade, was ein bisschen blöd war. Damit hätte ich mir jetzt wahrscheinlich ein Item snacken können. Ja. Ja, ich hätte mir damit ein Item snacken können. Ich bin doof. Okay, wir hoffen mal darauf, dass der Satan-Deal nachher noch da ist. Und laden mal kurz das Item auf. Warum bin ich so dumm? Ich wollte ihn gegen den Boss einsetzen, aber der macht gegen den Boss ja fast nichts. Der macht gegen den Boss ja eigentlich echt fast nichts. Das war ein bisschen blöd. War ein bisschen doof, gebe ich zu. So, aber hier sind noch ein paar Räume zum Aufladen. Das ist ganz praktisch. Wollen die einfach gar nicht spawnen, ne? Das soll mir recht sein, weil die... Ich bin hängen geblieben. Oh, ich bin hier. Ich laufe hier schon wieder einzeln vor. Haben die einfach nur eine Range, in der sie auftauchen können, weil die praktisch nicht weiter vorkommen, die anderen? Sehr interessant. Okay, der ist so, kriegt ganz schön, krallt sich ganz schön viel Kram. Eigentlich wollte ich das jetzt dem anderen geben. Yo, hier ist einfach nochmal so einer. Okay. Alter, aber... Okay, jetzt kommt's. Ah, das hätte sein können. Schade. Ach so, aber der lädt mich jetzt ja auch nicht auf, ne? Ja, ja, ja. Oh, okay. Ach so, jetzt ja... Naja, ist egal.
Ist egal, wir wollten ja sowieso noch an die Maschine gehen. Die habe ich auch schon wieder fast verdrängt. Da ist es auf. Oh, da ist noch der Raum. Ja, gehen wir auch noch schnell rein, würde ich sagen. Da gehen wir auch noch schnell rein. So, jetzt an der Maschine spielen. Genug Kerzen liegen in der ganzen Map rum. Solange ich mit Jakob da reinlaufe, kriege ich ja noch zusätzlich durch den... Oh, nein, andersrum. Du bleibst einfach mal hier. So. Kriege ich ja noch zusätzlich... durch den Galb-Münzen-Effekt auch noch Coins. Das ist nicht das HP ab. Okay. So, dann können wir das gleich jetzt noch mit dem Bagger da oben machen. Wir haben immer noch genug Kerzen hier rumfliegen. Auch er gönnt sich. Kannst du mal ein bisschen weiter weggehen wieder? Ich will nicht, dass hier irgendwas nachher schief geht. Okay, haut der grundsätzlich immer dieses Ding raus? Weil das hatte ich in der letzten Challenge auch bekommen. Damit könnte ich jetzt wieder mehr Cubes schaffen, ne? Soll ich eine... Nee, ich opfere hier keine Herzen. Das mache ich jetzt echt nicht. Jetzt opfere ich hier echt keine Herzen. Das ist mir zu risky. Okay, es liegen eh noch Herzen auf dem Weg rum. Das heißt, wir werden voll. Und dann Abflug. Und dann ganz schnell Abflug. Also fast Abflug. Wir gehen noch in den Satan-Deal, falls er nochmal auftaucht. Na, so viel dazu. Nee, der kommt jetzt nicht mehr, ne? Ja, scheiß drauf. Okay. Dann ist es so. Wichtigste ist im Moment wirklich... Oh. Braucht's das? Die Blank-Ruhen, okay. Sag es, wann setze ich die ein? Ich meine, die kann halt alles dann sein, ne? Das ist das Ding. So, du gehst raus. Ja, würde ich sagen, setzen wir es ja mal ein. Steuerung und Q. Also nicht Steuerung, bei mir ist es Shift, aber es ist theoretisch Steuerung. Ja, hat leider nichts gebracht. Okay, jetzt Vorsicht vor den ganzen Pins, die hier rumfliegen. Der hat mir nämlich gerade das ganze Herz gekostet. Das war nicht geil. Das war nicht geil. Isso braucht dringend wieder blaue Herzen. Habe ich nicht gerade einen Sound gehört von einem Geheimraum? Nee, scheinbar nicht. Mich getäuscht haben. Isso braucht dringend wieder blaue Herzen. Sonst haben sich unsere Deals gleich wieder verabschiedet. Die jetzt. Oh, das ist. Das ging das letzte Mal so schief, als ich nicht wusste, was diese Gegner können. Das ging so böse schief. So, hier können wir jetzt wieder, wenn wir... Okay, das Problem ist jetzt, wenn ich folgende Theorie anwende.
schaffe ich es nicht, wegzulaufen vernünftig. Aber wir kriegen es hin. Doch, wir kriegen es hin. Oh, ich hatte so Bedenken, dass ich in die Stacheln reinlaufe. Ich hatte so Bedenken. Oh, da ist noch so ein Stein. Okay. Yes. Okay, Esso kriegt sein blaues Herz. Sehr schön. Gut. Dann sind wir doch schon mal happy. Mehr blaue Herzen. Okay, ist jetzt zwar in ihn reingeflogen, aber es ist egal, weil die hatten eh beide praktisch gleiche Berechtigung sozusagen auf blaue Herzen. Dieser scheiß Curse of Darkness, ne? Geht's da weiter eigentlich? Nein, der Raum ist komplett useless. Das weiß man halt vorher nicht. Geheimraum. Nicht in den Creep reinlaufen. Okay, Coin. Also ich bin durch die Bibel guter Dinge, wenn wir es schaffen, durch die Ebene zu kommen. Na, das ist das Ding. Wir müssen es schaffen, durch die Ebene zu kommen. Dann bin ich recht guter Dinge. Aber es ist halt noch nicht... Okay, was ist das für ein Ding? Das sieht aus wie ein Geldbeutel. Also es sieht halt literally aus wie ein Geldbeutel. Habe ich noch nie gesehen. Entweder Afterbirth Plus oder Repentance. Afterbirth Plus. Gives you an extra heart container for every 25 coins you are currently holding. Money ist gleich health. If your coin counter goes below the required amount for a heart container, you will lose it again. This item works for the keeper, allowing him to exceed his usual 2 health containers. Yo! Das heißt, der es einsammelt, bekommt... Also jetzt darf ich dann Münzen nicht mehr hergeben. Weil ich kann so bis zu 4 mehr Herzen haben. Sobald die Münzen weniger werden, ist der Effekt weg. Also da muss ich böse aufpassen. Theoretisch hat im Moment Esso weniger Herzen. Da würde ich es jetzt Esso im Moment geben. Was heißt im Moment? Ich kann es ja nicht transferieren, aber dann kriegt es jetzt Esso. Dann kriegt es jetzt Esso das Ding. Vielleicht geht es auch auf beide. Wäre cool. Wenn es auf beide gehen würde, wäre es awesome. Aber ich denke, es geht auf den, der es einsammelt. Ja. Ja, es geht auf den, der es einsammelt. Okay. Nice. Also darf ich jetzt kein Geld mehr hergeben. Und wenn ich bis zu 99... Also da der Counter bis zu 99 geht, wären es zwar dann 4x25, aber bei 99 Standort gibt es 100. Gibt's 100. Bei 99 gibt es dann eben die vollen Herzen. So, dann holen wir mal schnell uns das Herz hier unten ab. Das jetzt kann ich jetzt holen. Das ist jetzt sinnvoll. So, haben wir noch irgendwo ein Herz rumfliegen? Ja, im Stachelraum. Da gehen wir nicht mehr rein. Okay, ich hoffe mal, es geht in die Richtung weiter. Wir werden sehen. Oh Gott, ich hasse diesen Raum. Der Raum kann jetzt so böse werden. Weil diese Gegner so böse werden können. Wir erledigen sie zum Glück schnell. Aber die können halt einfach überall auftauchen und Müll machen. Okay, gut. So, Steine gucken. Ich sehe kein Kreuzchen. Was hast du mir zu bieten? Nix Gescheites. Dann können wir hier auch durchgehen. Dann können wir hier eigentlich auch sprengen und hoffen, dass wir noch mehr Coins bekommen. Yes! Denn ab 75 kriege ich ja schon den nächsten Herzcontainer bei Esso. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen halt wirklich nur bis zu den Bossies kommen. Ich mach schon wieder Müll. Die Bibel wird mein
Wenn ich mit der Bibel, ich muss mit der Bibel dahin kommen. Ich hoffe, dass die Bibel beide killt. Ich hoffe, wenn wirklich zweimal der Mormfuß kommt oder so, ich hoffe, dass die Bibel das einfach klärt. Das wäre so insane gut. Ich hoffe, dass die Bibel das einfach klären kann. So, wir haben so viele Bomben, wir werden hier auf jeden Fall sprengen. Karte. Hermit, okay. Warp in den Shop. Kann man ganz gut nutzen für andere Effekte. Nix. Okay. Warp in den Shop ist aber in Ordnung. So. Ich muss die... Oh, die Brimstone-Drecks-Dinger muss ich erledigen. Musst du hier nur erst lokalisieren. Oh, und die anderen da auch noch. Aber erst die Brimstone-Viecher. Erst die Brimstone-Viecher. Wenn die weg sind, ist alles okay. Aber die anderen hat sich... Okay, die anderen haben sich scheinbar jetzt automatisch mit verabschiedet. Ist noch... Okay. Du bist blöd. Weg mit dir. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Geheimraum. Wenn mich nicht alles getäuscht hat, habe ich ihn gehört. Ja. Auch die Viecher können böse sein, wenn sie in mich reinspringen. Aber wir haben es gleich. Yo! Ein, zwei Herzen noch. Dann haben wir einfach Dings. Okay. Noch ein Herzcontainer für ihn. Wieso kriege ich jetzt bei 75 nicht noch einen Herzcontainer? Hä? Muss er die einsammeln? Ach so, er musste eine Münze einsammeln, dass es bei ihm zählt. Okay, ich verstehe. Es musste bei ihm sozusagen registriert werden, dass er noch einen Herzcontainer hat. Ergibt Sinn, ergibt Sinn, ergibt Sinn. So. Tears up, kriegst jetzt du. Shift und Space. Sprengen wir den Dude noch. Für mehr Coins. Okay, das heißt also, wenn ich bei 99 bin, muss ganz kurz Iso nochmal eine Münze einsammeln, dass er seinen vierten Herzcontainer zusätzlich bekommt. Ich muss nur dran denken, dass das nur so lange zählt, solange ich auch wirklich die Münzen habe. Aber es gibt ja eigentlich nichts, wo man einfach Münzen verliert. Also, theoretisch so ein paar Keeper-Viecher. Aber... Aber normalerweise verliert man keine Coins. ...88... Let's go! Und da ist der Boss. Waren wir jetzt schon im Shop? Shop waren wir noch nicht. Ich würde gerne noch nach dem Shop gucken. Ich weiß, ich will nichts kaufen im Shop. Ich habe aber ja meinen Dings dabei. Darum geht's mir, ne? Scheißraum. Ich habe gesehen, da sind Pins im Boden. Sehr, sehr blöder Raum. Dreckiger Raum. Ganz dreckiger Raum. Ja, okay. Ist eigentlich egal, wer es bekommt. Ändert ja nichts. Das war ein Scheißraum. Von mir weg. Da ist der Shop. Ich will den Belohnungsbutton gar nicht. Oh, ich muss den Button drücken. Okay, da spawnt auch nur eine Kiste. Geh von mir weg. Gut. Bitte kein Kampf. Wobei, eigentlich wäre es gar nicht so dumm, weil auch der ja nochmal Münzen gibt dann. Okay, der hat dieses... Was ist dieses Fliegending? Das ist ein Active-Item. Every time you kill an enemy, a fly will be added to the jar, allowing you to stack up to 20. Using the jar of flies will release all the flies that are currently in the jar as a friendly flies that will damage enemies. Okay. Da ich hier eh nichts anderes habe, werde ich es mal versuchen, mir zu... Okay, cool. Das kriegt...
Haben wir eigentlich ein Herz im... Okay, ich bin ganz ehrlich. Das eine Herz kaufe ich mir jetzt mal. Und wie gesagt, wir gucken mal, ob du mir das Item hier geben kannst. Okay, das war jetzt der Moment, wo man es nicht bekommt. Gut, ist in Ordnung. Damit haben wir eigentlich schon gar keinen Shop mehr, ne? Der dann von ihm irgendwie geöffnet werden könnte. Ja, Lel, stimmt, der kann den Boss rush öffnen. Will ich aber ja gar nicht. Wo bin ich eigentlich gerade? Ach, ich bin in Dark Devs. Alter, ich bin erst in Dank Devs 1 und wir spielen schon wieder eine Stunde. Leck mich doch am Arsch. Nee, ich will jetzt hier raus. Vor allem, ich müsste es ja wieder mitnehmen. Ich müsste dann meine Kiste aufgeben. Andererseits wäre es ein cooles Item gegen Bosse, ne? Wir haben ja noch ein paar vor... Ganz ehrlich, ich kaufe das jetzt für 15 Münzen. Ich klaue dem jetzt wieder ein Herz, weil ich doof bin. Ich kaufe das jetzt. Ich kaufe das jetzt. Tut mir leid, dein Herz ist... Nein, sein Herz ist noch nicht weg. Wahrscheinlich erst, wenn ich mit ihm wieder eine Münze einsammle oder so. Lul. Oder wenn ich allgemein wieder eine Münze einsammle. Und ich meine, ich kriege ja eh gleich, wenn mein blaues Herz kaputt geht, kriege ich ja wieder ganz viele Münzen. Also, das sollte in Ordnung gehen. Haben wir beide Itemräume gesehen? Ja, haben wir. Liegt doch irgendwo irgendwas rum? Nein, dann weiter. Ist okay. Bossfighto. Okay, zwei Lokis. Und eine komische Kacke. Aber die fährt nur da oben rum. Dieses Ding, was rumfährt, ist echt stressig, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Und vor allem das im Dark Mode ist ein bisschen blöde. Natürlich muss er nochmal treffen. Ein Damage ab nochmal. Ja, es ist relativ ausgeglichen. Das kann Jakob bekommen, das Damage ab. Hat er ein bisschen mehr Damage. Ist okay. Ist okay. Liegt noch irgendwo was rum? Liegt noch irgendwo was rum? Nee, wir haben jetzt im Moment 4 Fliegen scheinbar. Okay. Gut. Dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Ich habe ja auch noch immer meine Tourfahrtskarte, ne? Die darf ich nicht ver... Okay, cool. Okay, cool. Auch hier jetzt wieder die Sache. Ich kann sozusagen zweimal bomben. Und dabei alles aufmachen, was ich hier an Bomben brauche. Ich meine, ich habe eh zu viele Bomben. Die Zeit, die ich hier da jetzt echt benutze, um das da hinzubringen. Aber scheiß drauf. Scheiß drauf. So, hier, zack. Alles hier hin. So. Die noch darüber. So. Das noch hier hoch. So. Nein! Lass das da. Lass das da. So. Und dann bleibst du hier stehen, Kollege. Okay. Und ich bleib hier stehen. Wir legen beide eine Bombe und laufen weg. Ich habe echt die eine Kiste nicht erwischt. Ich habe echt die eine Kiste nicht erwischt. Das ist doch unglaublich. Okay. Oh, ein Trinket. Oh, das wäre ein cooles Melting Trinket gewesen, ne? Ja, scheiß drauf. Im Moment habe ich ja eh kein anderes Trinket. Oh, das wäre cool gewesen. Für meinen einfach standardmäßig, dass der einfach kommt. Hätte was gehabt. Hätte was gehabt. Aber gut, jetzt ist es egal. Das blaue Herz kriegt er jetzt erstmal. Gut. Ja, an die Bomben müssen wir da jetzt nicht rankommen. Das ist in Ordnung so. Okay. Schöner Start für die, Geschichte hier. Ah, ich... Da jagt es mich einfach schon mal komplett in die Luft. Das war ja kacke.
Das war ja kacke. So. Wir haben noch Herzen da rumliegen. Jetzt haben wir nämlich 99 Münzen. Jetzt haben wir die 99 Münzen. Jetzt haben wir hier volle Herzcontainer. Und dürfen keine Münzen mehr hergeben. Das heißt, ich darf jetzt auch... Okay, sollte ich jetzt Münzen irgendwo spawnen? Darf ich sie nicht einsammeln? Also außer die jetzt, weil die wurden mir geklaut. Aber sollte ich grundsätzlich irgendwo Münzen spawnen, darf ich sie erst nicht einsammeln? Weil ich ja vielleicht sie doch irgendwo ausgeben könnte dann und dann kann ich sie wieder benutzen. Yo! Und dann kann ich sie wieder nutzen. So, 98. Der Herzcontainer ist noch nicht wieder da, ne? Das heißt, das Herz sammle ich jetzt auch noch nicht ein. Interessant übrigens, dass ich jetzt nicht... Ach doch, hier nach hier darf ich raus. Ah, nach hier darf ich nicht rein, weil der zu ist. Okay, ich verstehe. Dann kann ich aber jetzt über den Raum zumindest einmal abkürzen. Yo! Das ist einfach der Stachelraum. Okay. Eins für dich. Eins für dich. Was ist denn jetzt besser? Ich würde sagen, der Char ist besser, weil ich schneller mehr Fliegen habe, oder? Weil bei 20 setze ich es ja ein, sozusagen. Aber da würde ich sagen, der Char ist besser. Und ich habe jetzt ja jetzt eingesetztes. Also ich habe es ja eingesammelt, das Guppy-Item. Das ist ja okay so dann. Nee, nee, das passt schon. Passt schon. Passt schon. Okay. Leider konnte ich jetzt nicht abkürzen. Und der Weg ist bisher eindeutig vorgegeben. Yo, das ist genau, was ich meinte. Aber da gehe ich lieber nicht rein. Da habe ich Angst, da reinzugehen. Das traue ich mich nicht. Da verliere ich am Ende nur wieder irgendeine Scheiße. Andererseits, ich könnte halt ein HP abbekommen. Riskieren wir es? Du bleibst in der Ecke. Scheiße. Nee, das ist es nicht wert. Ja, gut. Jetzt sammle ich jetzt automatisch ein, aber es ist auch nicht so schlimm. Komme ich nochmal an die Münze ran? Vorsicht mit dem Typ da unten. Wait, schaffe ich es? Wartet mal kurz. Ich glaube, das kriege ich hin. Schaffe ich es, dass er einfach rauslaufen kann? Ja. Ey, die Strategie mit den Zweien ist einfach cool. Die Strategie mit den Zweien ist einfach cool. Ich kann es nur immer wieder sagen. Karte. Two of Diamonds, ja moin. Ja moin, okay. Oh, ich kann jetzt übrigens meine Fliegen einsetzen, weil mehr Fliegen werden es nicht mehr. Jedenfalls sammle ich schon wieder neue Fliegen. Daggers. Was war Daggers? War das Purity oder so? Ja, Purity. Heißt, plus ein Soul Heart und Effekt, Flucheffekt ist weg.
Da wir hier gerade keinen Flucheffekt haben. Ja, ne? Aber ist wahrscheinlich besser mitzunehmen als Two of Diamonds, weil 99 Münzen behalte ich halt eh. So, keine Ahnung. Ich könnte es eigentlich auch einfach gleich einsetzen. Dann kriegt er halt seinen Soul Heart. Und dann ist gut. Beziehungsweise, naja, nee, wir warten bis zur nächsten Ebene. Vielleicht kommt dann ein Fluch, den will ich loswerden und dann kann man das nutzen. Ich denke, das ist am schlausten so. Okay, einfach die Gegner nicht an uns ranlassen, dann ist alles cool. Sehr schön. Schade. Ach, komm. Da gehen wir mal mit dem Fliegen rein. In der Hoffnung, dass es dann keinen Schaden gibt. Wusste, dass der Raum mir Probleme bereiten wird. Ich hab's gewusst. Deswegen wollte ich die Fliegen einsetzen. Leider hat's nicht gereicht. Aber gut, was soll's. So, Steine gucken. Steine gucken. Steine gucken. Nisch. Kleiner Raum. Der nicht weiterführt, aber coole Sachen haben könnte. Geh halt darüber. So. Nö, keine coolen Sachen. Tschüss. Shop. Und böser, dreckiger Unterpin. Der muss weg. Der muss ganz schnell weg. Okay. Junge, 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 Junge. Oh, und meine Fliegen kann ich wieder einsetzen. Der Stein in der Mitte sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie nicht wie normaler Bombenstein. Ich spreng den mal kurz. Ja, ist ein normaler Bombenstein, okay. Das Geschenk, was einfach... Okay, das muss ich mir holen. Das Geschenk, was einfach... Was ist das andere für ein Ding? Das Geschenk muss ich im Bossraum einsetzen. Das Geschenk... Ach so, aber ich habe kein... ich komme aus dem Bossraum. Komme ich aus dem Bossraum hier raus, weil es Marm ist? Ich traue mich nicht. Lieber nicht. Dann würde ich es lieber im Curse Room einsetzen. Ich glaube, ist es da? Das könnte eine Idee sein, oder? Das könnte eine Idee sein. Curse Room schlauer? Was ist, wenn ich es mitten in der Ebene einfach einsetze? Also was haben die normalen Räume für einen Itempool? Die haben doch auch einen Itempool, wenn da zum Beispiel Kisten und so irgendwas spawnen. Dann kann ich doch da auch einsetzen, oder nicht? Hm. Ja, und was ist das andere? Ganz kurz gucken, Moment. Coupon. Causes one item in the shop to become free. Ach so. Ach so. Ach so, ist ein active item. Ja, nee. Passt schon. Weil, nee, dann würde ich jetzt sozusagen gucken, hier, ne? Eigentlich könnte ich es auch hier einsetzen. Ich meine, auch der Shop hat coole Item-Pools. Ja komm, ich setze es gleich hier ein. Was soll's? Was ist das denn jetzt? Das ist ein Glas mit einer Fee drauf. Irgendwas sagt mir, das habe ich schon mal gesehen und mich dann auch gefragt, was es ist. Ist irgendwie nicht rausgefunden. Kann es sein, dass ich das nicht rausgefunden habe, was es ist? Ist das möglich?
Scheinbar ist es möglich. Was bist du? Wo bist du? Wo gehörst du dazu? Es scheint kein Repentance-Item zu sein. Es ist ein ganz altes Item, ja moin. The Char. Isaac can now pick up hearts while at full health, which will be stored in the Char and can be spawned again using this... Ach, das ist wie die Fliegen, nur mit Herzen. Up to 4 hearts can be stored in the Char. Soul hearts and black hearts cannot be stored. Yo! Ach so, und durch den, ja natürlich, durch den Unlimited Stock-Effekt liegen noch im Moment viele Herzen hier rum. So viele liegen gerade nicht rum, ne? Aber man könnte ein paar. Es könnte schon sinnvoll sein, die mitzunehmen. Ah, stimmt, ich könnte jetzt mehr Stock-Items kaufen. Ich muss nur aufpassen, dass das natürlich bedeutet, dass ich Münzen erstmal hergebe. Aber ich habe ja noch. Yo, Leute, ich meine, ich habe ja noch. Natürlich, oh mein Gott, ihr würdet mich hauen, wenn ich das nicht machen würde. Ich musste ja kaufen hier. Denn ich habe ja noch. Ich habe ja noch die Karte hier rumfliegen irgendwo. Die ich jetzt statt Daggers mitgenommen habe. Wartet kurz. Na, bis 45 Münzen ungefähr kann ich es machen. Naja, was heißt 45? Bis 47 Münzen kann ich es machen. Da ist sie. Bis 45 Münzen. Alter, wir sind länger in dem One als in Isaacs Challenge und es geht nur bis zum scheiß Herz. Das ist doch nicht normal. Aber ich will den One nicht mehr versauen. Ich will den One safe weghaben. Und ich krieg den so auch safe weg. Ja, wir sind einfach mal Beelzebub geworden. Stabil. Jetzt kostet es schon wieder nur noch mal normal. Dann würde ich ganz kurz das hier kaufen, auch wenn ich das nicht haben will. Jetzt gibt es so ein Kartenpack. Ah, das wird mir jetzt dann zu kompliziert. Ich wollte es nicht kaufen, Mann. Ich wollte es doch gar nicht kaufen. Dann können wir es auch kurz einsetzen. So, hier in der Karte. Okay, gib mir mein Tour of Hearts wieder. Dankeschön. Gib mir mein Dings wieder. Dankeschön. Dann kaufen wir hier noch ein Dings. So. Oh, wait. Ich kann jetzt ja dann hier nochmal Geld ausgeben und schon Herzen storen. Oh, jetzt werden die immer teurer. Okay. Dann setze ich jetzt die Tour of Diamonds ein. Ne, erst sprengen wir den Kollegen hier oben noch. Genau deswegen. Dann setze ich jetzt die Tour of Diamonds ein. Und dann hat er seine Herzen wieder. Okay. Cool. Dann ist hier der andere Itemraum. Hauptsache, das Wichtigste, worauf ich gerade echt böse achten muss. Das Wichtigste, worauf ich gerade böse achten muss, hätte ich nicht einsammeln müssen, ich weiß. Okay, das nützt mir alles nichts. Gut. Das Wichtigste, worauf ich gerade böse achten muss, ist halt, dass ich die Bibel mitnehme. Wenn ich die Bibel irgendwo vergesse, dann vergesse ich mich. Ne? Also dann vergesse ich mich, aber komplett Arino. Aber komplett Arino vergesse ich mich dann, wenn ich die Bibel irgendwo vergessen sollte. Das wäre es dann wirklich komplett. Das wollte es eigentlich dem anderen geben. Ja, scheiß drauf. Aber der kann jetzt fliegen, ne? Stimmt, jetzt kann der eine fliegen und der andere nicht. Das ist ja auch lustig. Das ist ja auch richtig. Das ist ja auch mal richtig lustig. Oh mein Gott, dann kann nur einer von beiden fliegen.
Jo, alles klar. So, jetzt wird sich übrigens zeigen, was passiert, wenn wir das Buch einsetzen. Ob einfach Mom... Also ob Mom jetzt... Erstens werden wir jetzt sehen, ob Mom doppelt da ist. Und zweitens werden wir sehen, ob beide Moms dadurch gekillt werden. Oder nur eine Mom, weil das nur für ihn gilt. Das wäre bitter. Das wäre sehr bitter. Okay, let's go. Hi. Okay, sie ist eh nur eine Mom. Okay, also die ist nicht doppelt. Die ist nicht doppelt. Gut, dann bin ich zufrieden. Oh, man. So, komm, der andere kann schon fliegen. Dann kriegt er noch hier den Dings. So, ein Satan-Deal ist aufgetaucht. Wir gehen mal rein. Vielleicht sind ja coole Kisten drin. Nee, sind auch keine Guppy-Items. Guppy-Item hätte ich, glaube ich, jetzt. Aber das ist alles Müll. Gut. Dann. Und ihr seht, ich komme hier nämlich nicht mehr raus. Das ist das, was ich meinte, ne? Ich komme hier nicht mehr raus. Aber witzig, wie er jetzt über Sachen fliegen kann und der andere nicht. Oh, das wird allerdings... Ah, das wird natürlich... Ja, das wird jetzt öfter mal trennen. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Ich hoffe, wir kommen gut durch. Wir müssen im Prinzip jetzt ja nur noch, in Anführungszeichen, wir müssen im Prinzip ja nur noch zum Herzen kommen. Dann haben wir es ja schon. Nur noch. Nee. Das heißt, wir wollen auch möglichst schnell jetzt hier durch. Nicht lange aufhalten, nicht lange irgendwo rumschnacken. Ab durch die Mitte. Ganz gefährlicher Raum. Ach, ich muss die Kacke da oben drücken. Okay, verstanden. Okay, der Raum ist doch nicht gefährlich, weil die in einem festen Muster folgen. Fucking. Fuck, das war nicht so geil. Was haben wir hier drin? Okay. I can see forever, nützt mir nichts. Weil ich kann eh forever schon sehen. Okay, jetzt hat der andere Tour of Hearts, aber... Ja, wobei... wer von beiden... ja gut, eigentlich sollte der da unten wirklich Tour of Hearts halten. Wenn wir mal ehrlich sind, sollte der da unten Tour of Hearts halten. Weil der ja viel mehr Herzen hat. Bedeutet nur, dass ich den da oben, auf den da oben besser aufpassen muss, ne? Nämlich gar nicht so einfach, hier sich zu entscheiden, was man tun sollte. Oh, wir sind hier gelandet. Ja, okay. Ja, okay. Dann kriegt jetzt aber wirklich er hier. Wow, sie brauchen wir nicht. Hat man noch nicht. Let's go. Was kann schon schief gehen? Speed up, okay. Ich meine, das Speed-Up gilt für beide. Das ist ganz cool. So. Ja, I can see forever brauche ich halt eh nicht mitnehmen. Okay. Okay, der Raum ist in Ordnung. Weil das Problem bleibt natürlich, ne, dass natürlich jetzt alles doppelt kommt. Also alle Gegner kommen jetzt natürlich doppelt. Nach wie vor. Das ist natürlich hier ein großes Problem. Ich hoffe, wir kommen schnell durch. Das ist jetzt echt gefährlich. Aber die schießen, ich wollte gerade sagen, die sind nicht, die schießen nicht in alle Richtungen und der andere schießt dann doch in alle Richtungen. Okay, gib mir das halbe Herz. Also der andere, der das halbe Herz braucht. So rum. So rum ist richtig. Okay, das ist ein so großer Raum, dass ich mich am liebsten einfach rausspringen würde. Den können wir versuchen. Das sollte gut gehen. Das sollte nicht. Das sollte kein allzu großes Problem darstellen. Es. Weil ich kann halt fliegen mit dem anderen. Und der andere bleibt dann einfach da stehen. Das ist schon ein bisschen kritisch. Bisschen kritisch ist es schon, ne? Bisschen kritisch ist es schon, dass der einfach wegfliegen kann. Muss ich böse aufpassen. Bossfight! Noch die zwei Drecksbrimstone und Viecher wegwerfen. Los, ja. Okay. Boah! That was close. That was a little bit close. A little bit too close for me.
Okay. Okay. Also, notfalls kann ich mich mit 3 Herzen auffüllen. Ich hoffe, der Boss macht mich jetzt nicht, weil das wäre jetzt dumm. Das wäre super dumm, wenn jetzt das hier schief geht. Was haben wir denn hier? Okay, Conquest. Okay, das ist geil. Nee, ist nicht geil. Ich hab gelogen. Weil wenn die das gleichzeitig machen, ist es kritisch. Aber es ist nur noch einer da, ne? Ey, das hätte böse ausgehen können. Und wir kriegen noch einen, wir kriegen einfach noch einen Angel Room. Das hätte böse ausgehen können. Das hätte sehr böse ausgehen können. So, was ich gerade sagen wollte, ist, das ist deswegen cool, weil jetzt kann der andere fliegen. Aber das ist ja ein Item, was, das ist ja ein Spacebar-Item, ne? Das heißt, er findet seine Bibel. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir können natürlich jetzt noch hier reingucken. Okay, was ist das für ein Effekt? Ich gucke kurz nach, dann entscheide ich, wer es bekommt. Hei. Wir spielen schon wieder so lange diesen One. Das ist insane. Das ist das Celtic Cross. Upon taking damage, will ich eigentlich ja gar nicht. You have a 20% chance to gain an invulnerable shield. Okay, gut, das Schild sollte trotzdem dann eher der bekommen mit den weniger Herzen. Was dann ja er hier ist. Und dann können wir jetzt noch versuchen, hier vernünftig zu sprengen, ohne bitte den Engel zu sprengen. Den würde ich gerne nicht sprengen. Nice, genau deswegen. Dann kriegst du noch ein paar Herzchen hier. Bitte nicht den Engel sprengen. Sehr gut. Okay. Läuft. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Herz kommen. Nur noch bis zum Herz kommen. Dann ist alles gut. Nur noch bis zum fucking Herz kommen. So insane, dass wir die Bibel mitbekommen haben. Ne? Die Bibel ist hier. Die Bibel ist das Winning-Item schlechthin. Für diesen Challenge. Okay. Welcher Weg führt am schnellsten zum Herz? Da haben wir schon mal einen Geheimraum. Den können wir vielleicht als Ersatz nutzen. Leider spawnen jetzt keine Herzen, die, sodass ich die dann nutzen könnte. Aber was soll's. Yo! Okay, wenn ich irgendwo zu viel Hits kassiere, kann ich mich hier einmal heilen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wir können nach oben... Wait, da oben ist... Was ist das für ein Raum? Das ist die Bibliothek. Und das ist das Book of Shadows. Wieso werden wir jetzt eigentlich nicht... Wieso werden wir jetzt nicht der Bücherwurm? Muss jeder 3 Bücher sammeln? Hat jetzt nicht jeder mal 3 Bücher gehabt? Bin ich dumm? Funktioniert Bücherwurm nicht? Oder kann man nur eine Transformation... Ne, man kann doch mehrere Transformationen normalerweise werden. Aber dann würde ich tatsächlich lieber das Book of Shadows mitnehmen. Und die Bibel. Und dann lassen wir das jetzt hier liegen. Hier ist sogar eine Batterie, also wenn ich es nochmal aufladen will, kann ich es nochmal aufladen. Ja, komm. Ich denke, so kommen wir schneller zum Boss durch. Hoffe ich jetzt mal. Ich weiß halt noch nicht, wo er ist. Das ist das Problem. Wir wissen den Weg noch nicht. Aber in einem kritischen Raum. Das hier sollte kein kritischer Raum werden.
Aber in einem kritischen Raum kann ich dann... Das war knapp. Kann ich dann das Schild einsetzen. Allerdings zählt das Schild natürlich dann nur für ihn, ne? Da muss ich bedenken. Das muss ich böse bedenken, dass das Schild dann nur für ihn zählt. Aber er ist halt der mit den weniger Herzen. Deswegen ist es auch okay, wenn es für ihn zählt. Gut, ich würde sagen, wir bomben uns durch wieder. Durch den großen Raum bomben wir uns jetzt durch. Ja, nee, den will ich nicht spielen. Ich sehe, dass da eine Arcade ist. Ganz ehrlich, wir gehen einfach durch. Das können wir versuchen. Okay, gut. Hier geht's immer noch weiter, aber da bombe ich mich wieder durch. Ganz gut aus, dass es hier Richtung Boss geht, ne? Ganz gut aus. Um das eine halbe Herz holen wir uns. So viel Zeit muss sein. Ein halbes Herz ist ein halbes Herz. Ja, hier geht's immer noch weiter. Den Raum sollten wir schaffen. Sehr schön. Noch ein Herz. Sehr schön. Das geht auf jeden Fall hier zum Boss. Es geht sowas von safe hier zum Boss. Was ist das denn alles jetzt hier? Da bombe ich mich raus. Den will ich nicht. Den will ich nicht, den Raum. Den können wir machen. Oh, wow. Hätte ich nicht gedacht, dass ich getroffen werde, aber war in Ordnung. War nicht so schlimm. Ich hab Schlimmeres. Okay, wir sind in der Nähe vom Boss. Hier ist schon der Dings... Gehen wir noch hier rein. Ja. Alles klar. Jetzt könnte ich mit dem Pot natürlich noch eigentlich den anderen Quatsch machen, aber braucht man nicht mehr, weil... Achso, wir können hier noch reinschauen. Aber braucht man alles nicht mehr, weil einmal Bibel beim Herz und das war's. Ja, nice. Nur noch den Raum hier überstehen. Und Bibel it in. Weiß es doofes Englisch. Mir wurscht. Es wären tatsächlich zwei Herzen geworden. Es wären tatsächlich insane zwei Herzen geworden. Nee, danke. Kannst du behalten. Broken glasses has appeared in the basement. Ah. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.